Welcome to Comac. Hallöchen. Wir sind vor circa 12 Tagen nach 10 Jahren wieder auf Comac gelandet. Wir waren damals 2012 auf unserer allerersten Backpacking-Reise hier. Wir nehmen euch nämlich jetzt an unserem letzten Tag so ein bisschen mit, wie unser Alltag hier auf der Insel ist, weil tatsächlich haben wir nicht groß jetzt was unternommen, sondern wir waren hauptsächlich hier bei unser Bungalow. Ihr werdet es gleich sehen, ist halt direkt am Meer und wir haben es ist einfach so schön hier und wir haben alles in der Nähe. Wir haben gesagt, es lohnt sich nicht, jetzt hier mit dem Roller rumzufahren. Erstens gibt es gar nicht so viel zu sehen. Und zweitens wurden wir von Hunden attackiert. Müssen wir einfach mal sagen. Ja, müssen wir auch mal sagen. Am ersten Tag, das war nicht so eine schöne Erfahrung. Sind wir mit dem Roller nämlich rumgefahren und wir wollten zum ATM und plötzlich kamen da 7 Hunde aus nichts, ja, und haben uns angefallen und Matthias hat voll gut reagiert, finde ich. Voll gut nicht, weil ich habe mich erschrocken und bin dann, habe Gas gegeben, war auf dem Motorbike. Wir wollten Geld abheben beim ATM und dann war der natürlich leer, also war leer, hat irgendwie auch, die ganze Aktion hat gar nichts gebracht. Dann sind wir aufgestiegen auf den Roller, bin losgefahren und irgendwie waren dann schon so die ersten 2, die so aufmerksam wurden auf uns und dann habe ich schon gemerkt, die sind nicht so freundlich, weil die so gucken und ja, ich weiß auch nicht, die haben keine Ahnung, haben die Ohren so angelegt und wir haben gemerkt, komische Zeichen, haben noch nicht gebellt. Ach so. Ja, das kam dann erst in dem Moment, wo wir losfahren wollten, haben sie irgendwie, dann haben sie gemerkt, irgendwie, ich glaube, das stört das Geräusch vom Motorbike stört die. Ja, und da wird der Jagdinstinkt halt geweckt. Genau, und dann habe ich mich aber in dem Moment auch erschrocken, dass die auf uns zugerannt sind und habe natürlich mehr Gas gegeben. Das war aber der Fehler. Also beim nächsten Mal würde ich wieder anhalten. Ich meine, da musst du auch erstmal, klar, gegen deinen eigenen Instinkt anhalten und dann halt denen die Stirn bieten, irgendwie die Faust heben, einen Stock am besten aufheben, schreien, Steine, wenn es im schlimmsten Fall ist, schmeißen. Wobei, wir hätten ja trotzdem wieder auf den Roller gemusst. Aber es waren 7 Hunde, die uns dann hinterhergejagt haben. Aber weißt du, halt Gas ich weiß nicht, wenn wir dann wieder auf den Roller wären, ob sie dann nicht wieder losgerannt wären. Das weißt du halt nicht. Das weißt du halt nicht. In dem Moment haben wir entschieden, dann halt Gas zu geben. War auch okay, aber dann sind uns halt 7 Hunde hinterhergehetzt. Ja, und die Frau, zu der wir gleich gehen, ins Café, die haben wir auch gefragt und die meinte, ja, das ist ein Problem mit diesen Hunden da. Und die Touristen sollen was sagen, weil die hören irgendwie nicht auf die Einheimischen. Also, weil das bei dem Polizeigelände ist. Hier ist der ATM bei der Polizei. Die hören da irgendwie nicht drauf. Ich wollte da noch eine Review schreiben auf Google. Deswegen. Ja, naja, auf jeden Fall haben wir hier dafür alles in der Nähe, kein Roller. Und die Gegend ist einfach super, das Restaurant und das seht ihr gleich alles. Wir haben ja alles hier in der Nähe. Ich zeige euch mal kurz den Bungalow. Also das ist er von innen. Schaut mal dieses schöne Bild an der Wand an. Jeder Bungalow hat ein eigenes Zeichen wie am Wal. Genau. Da gibt es irgendwie Muscheln, Seelöwen, Schildkröten. Ja, es ist so schön gemacht irgendwie, echt toll. Genau, das mit dem Bett, dann haben wir hier Ablage, also guck mal, so viele Tarotkarten haben wir dabei, weil wir ja ganz viel Tarot legen auf unseren YouTube-Kanälen. Genau, die können wir euch mal verlinken. Es ist sehr schön hell, man hat sehr viel Licht, dann ist hier eben für Kleidung und hier drin ist dann noch das Bad. Auch voll schön eigentlich mit den Steinen hier gemacht und hier die Dusche. Echt, echt schön, aber das Beste ist der Ausblick und der kommt jetzt. Ja, das eben ist hier auch das Restaurant. Da werden wir abends hingehen oder nachmittags dann und abends da essen, dass wir immer nicht so weit abends irgendwo hin müssen. Genau, und jetzt gehen wir zu Fuß. Es sind wirklich nur ein paar Meter in so ein richtig cooles Café. Ah, ich finde diese ganze Anlage so schön. Ja, ich auch. Also da würde ich wieder herkommen. Es ist voll zum Runterkommen irgendwie. Echt schön. Und hier geht man eben so voll schön, ganz gemütlich die Straße entlang. Hier unten ist dann quasi das Meer und ja, hier ist dann gleich so eine Straße. Ich habe es gerade bestellt bei unserem Lieblingscafé direkt hinter uns und es gibt einfach hier den geilsten Kaffee. Was soll ich sagen, hier gehen wir eigentlich fast jeden Tag hin. Also man läuft ungefähr 200 Meter so von unserem Resort, dann sind wir hier. Den geilsten Kaffee, die geilsten Kuchen. Und ich dachte mir so, ich habe jetzt, glaube ich, fast jeden Tag hier einen Kuchen gegessen. Also wenn ich jetzt noch länger auf dieser Insel bleiben würde, dann würde man uns wahrscheinlich wegrollen von der Insel. Weil der Kuchen einfach so verdammt gut ist. Und haben wir heute auch wieder bestellt. Genau. Und jetzt arbeiten wir ein bisschen.
wirklich jeden einzelnen Tag hier. For YouTube. Oh. Best Coffee here. Yeah, best in Coffee Kuma. And best cake. Thank you. Open car. Jedes Mal immer wieder Abschied nehmen, wenn man von einer Insel geht, das ist wirklich immer so ein Schmerz, gell? Ja, weil wir halt auch immer ein bisschen länger irgendwo bleiben, nicht nur 2 Tage oder so. Und die Frau war ja auch so nett aus dem Café und ich meine, wir waren jeden Tag da und sie hat uns immer voll gefragt, wie wir uns ernähren, weil wir so schlank sind, meinte sie. Und ja, keine Ahnung, lauter so Sachen, wir haben, ach, es war einfach so schön. So, und los geht's. Los. Ah, eine Spinne. Nein, ich dachte, da war eine Spinne. Nee, das war ich. Die Sonne, die tut so gut. Die tut so gut. Es wärmt so, das wärmt so. Ach, unten ist ziemlich heiß. Ist zu, oder? Ja. So. Und los geht's. Oh, man läuft hier durch diesen schönen Garten durch. Ich lieb ja Barfußlaufen. Ich liebe Barfußlaufen, habe ich dir gestern schon gesagt. Egal, ob Gras oder ob Sand. Aber man Barfußlaufen. Hat so weh auf Stein. Ja, manchmal. Ich bin so empfindlich an den Füßen, das ist schlimm. Warum bist du so empfindlich? Weil ich ein sensibles Wesen bin. Warum bist du ein sensibles Wesen? Weil ich ein Engel bin. Warum bist du ein Engel? Weil ich es mit dir aushalte. Weil ich ein Arschengel bin. Ich habe wirklich das Gefühl, es ist heute der heißeste Tag, seit wir hier sind. Wir hatten nämlich zwischendurch so ein Unwetter aus Vietnam. Da war es ganz wellig und ups. Schaut mal, das Wasser ganz klar. Super schön. Heute ist der heißeste Tag, finde ich. Gleichzeitig, das Wasser ist ein bisschen kühler. Also ja. Für Thailand-Verhältnisse. Oh ja. Es ist frisch ein bisschen. So, ich gehe jetzt ein bisschen arbeiten und zwar 10 Meter rüber ins Restaurant. Leute, das werde ich echt vermissen. Diesen Walk hier von unserem Bungalow, das ist der hier. Hier rüber. Oh. Und dann hier geht dann auch die Sonne immer schön unter. Da sitzt man gut. Oh, das ist so schön. So schön. Ich bin jetzt auch gekommen vom Bungalow, hier so mit Laptop und schneide nämlich den Vlog, der vor dem online gegangen ist. Also der ist schon online, den schneide ich gerade. Matthias macht immer den groben Schnitt, ich mache den Feinschnitt. Und ich wollte euch zeigen, weil ich habe gerade eine Kokosnuss bestellt. Wie groß ist die bitte? Die ist riesig heute. Ist maximal potent. Aber nicht kalt. Ah. Das ist so schade. Maximal potent, aber nicht kalt. Maximal potent, aber nicht kalt. Das ist immer so schade, wenn die Kokosnüsse nicht kalt haben, weil es schmeckt einfach ganz anders. Es schmeckt auch gut, aber es ist ja halt ganz anders, wenn es so richtig kalt ist. Boah, das könnte ich in mich reinsüffeln den ganzen Tag, echt. Also gut. Und guck mal, so sitzen wir jetzt hier. Die Sonne geht langsam unter. Jetzt seht ihr es besser. Die Sonne geht langsam unter. Aha. Und ja, mal schauen, vielleicht gehen wir nachher noch mal ins Wasser, weil ich finde es echt herrlich heute. Einmal schwimmen bei Sunset, an unserem letzten Tag.
Leute, wir haben den nächsten Tag. Die Koffer sind gepackt. Wir haben gestern hier wirklich noch den unglaublich schönsten letzten Abend verbracht, den man sich vorstellen kann. Sunset, ihr habt es ja gesehen, das war nicht von dieser Welt. Und jetzt werden wir gleich zum Hafen rübergefahren und dann geht es mit dem Wooden Boat anderthalb Stunden nach. So gespannt. 2017 waren wir das letzte Mal dort. Insgesamt waren wir schon 2012, 2015, also dreimal waren wir insgesamt schon dort, jetzt das vierte Mal. Bin gespannt. Wir sind mittlerweile in der neuen Unterkunft angekommen auf Kukut, einer unserer Lieblingsinseln. Also es ist wirklich so ein, das Herz geht auf hier, wenn man die Natur und die Strände sieht und man erinnert sich an die Zeit, die man hier schon verbracht hat. Es war sehr glücklich und ja, die neue Wohnung ist schon richtig schön. Ich bin jetzt gerade im Schlafzimmer, nebenan ist die Patty und gibt gerade ihre Tarot-Session, teacht der das Tarot. Und diese Woche ist sie wieder dran. Ja, und wir zeigen euch die nächsten Tage auch nochmal ein Fazit von der Wohnung. Also wir haben einen wunderschönen Blick auf Dschungel und auf den Fluss. Diesmal kein Meer, aber diesmal einen kleinen Fluss und die Mangroven. Ist wirklich wunderschön, aber da gibt es die nächsten Tage mehr dazu. Vielleicht kann ich euch jetzt mal ganz kurz einen Einblick geben, wo Patty da sitzt und wie das so aussieht. Genau, ihr werdet es dann sehen, dort habe ich es auch nochmal schriftlich euch ein paar Stichpunkte zusammengefasst, jeweils was es bedeutet, aber wir gehen es heute durch gemeinsam. Und dann habe ich noch eine schöne Hartmarke für euch mitgebracht. So, ihr Lieben, wir haben jetzt einige Tage später und wir dachten, wir zeigen euch ja jetzt mal die Unterkunft. Schaut mal allein schon hier unser Außenbereich und dann dieser Blick in diesen Dschungel. Und hört mal. Es ist so still, oder? Es ist so still. Man hört ab und zu Hähne und Vögel. Es ist wirklich wunderschön. Hier draußen können wir auch kochen, theoretisch. Also machen wir auch jeden Abend. Und jetzt kommt man mit rein. Hier geht's rein. Und das Besondere, und das hat man echt fast gar nicht auf Kukut sonst irgendwo, es ist wirklich wie eine Wohnung. Hinter mir Kochbereich und Küche. Richtig geil, weil, wisst ihr, wenn man so lange unterwegs ist wie wir sind ja jetzt dann, ich glaube, insgesamt 7 Monate oder sowas wieder unterwegs, dann willst du nicht jeden Tag zweimal essen gehen. Das ist irgendwann too much, so schön es am Anfang ist und deswegen gehen wir immer einmal am Tag essen und einmal kochen wir hier. Hier haben wir halt auch so ein richtiges Sofa, also wie geil ist das denn? Sofa, kannst du arbeiten, kannst du essen, es ist einfach richtig nice. Hier ist auch an alles gedacht, also wir haben Kommoden. Es ist wirklich wie eine Wohnung, sowas kriegst du sonst in Thailand fast nie, dass du irgendwo deine Sachen unterbringen kannst. Dann haben wir hier typische Stände. Hier, die Tür geht nicht so weit auf, weil dahinter ein Ventilator steht. Muss man so ein bisschen reinquetschen. Hier ist dann ein Schlafzimmer mit Bett. Super schön ruhig auch nachts hier. Super bequemes Bett. Und ein Riesenschrank, schaut euch das mal an, ich mache mal ganz kurz auf. Es ist ein Riesenschrank, ja. Also da kriegst du alles unter, was sonst immer so ein Problem ist, finde ich. Dann wurde dran gedacht, super viele Ventilatoren hier, weil sonst, eigentlich hat man meistens die Klimaanlage, gell, und sowas, aber hier nicht, weil auf Kukut mit dem Strom ein bisschen problematisch ist. Deswegen haben sie nur Ventilatoren, aber das reicht. Es reicht. Am Anfang dachte ich, aber nee, es reicht komplett und super gut. Und dann ist hier noch das Bad. Ah ja, da ist jetzt die Lüftung gerade an. Hier ist das Bad. Das ist jetzt nichts Besonderes, gell? Also was soll ich euch zeigen? Da ist Toilette irgendwie, Waschbecken und dahinter die Dusche. Genau. Das ist jetzt nicht super special. Muss man jetzt nicht sehen. Dusche halt. Ja. Geht nicht immer super heiß, es ist eher lauwarmes Duschen, aber ganz ehrlich, Leute, man ist halt auf einer Insel, also das muss man halt einfach wissen. Man ist halt nicht in einer Stadt, wo alles Strom und alles immer da ist und es riecht oft sehr unangenehm da drin, weil er hat uns erklärt, der Besitzer, das Wasser kommt halt aus dem eigenen, wie sagt man, Brunnen oder halt aus dem ganz tief aus dem Boden und da ist ein großer Schwefelanteil, deswegen riecht es danach manchmal, aber okay.
Können wir mit leben. Es ist wirklich eine Traumunterkunft, finde ich. Riecht schwefelig manchmal da drin. Ja. Man kennt den Geruch von faulen Eiern. Ich genieße das so sehr, auf dieser Insel rumzufahren. Das ist ein pures Freiheitsgefühl. Ich glaube, es gibt keine Insel, wo man schöner rumfährt als Kukut, weil du halt ständig über Brücken fährst, wo die Mangroven unten durchfließen, so, also Flüsse durchfließen und ganz viel am Meer vorbeifährst und immer so diese salzige Luft schmeckst, wenn du die ganze Zeit so am Meer vorbeifährst. Wenig Verkehr, also jetzt gerade Peak Season ist sogar, also erstaunlich was los, aber es ist trotzdem noch relativ wenig los im Vergleich zu jetzt irgendwie Kopangang oder so. Ne? Ja, ja, komplett. Und gestern saßen wir auf dem Roller und da haben wir auch gesagt, meinst du, die wissen, die Leute, dass sie echt die schönste Insel in Thailand hier haben? Ja, wir haben uns vorgestellt, wie die Leute, die hier wohnen, über ihre eigene Insel reden. Ich so, die wissen ganz genau, dass das die schönste Insel. Die wissen das ganz genau. So geil. Ja. Ja, auf jeden Fall, es wird auch noch von hier einen Vlog geben. Die Unterkunft verlinken wir euch in der Infobox. Der Besitzer hat auch zwei kleinere oder drei kleinere Bungalows ohne Wohnzimmer und sowas. Könnt ihr mal gucken, wenn ihr hier seid. Und ja, Ansonsten, Finger in Po, Mexiko. Cool.